Der dümmste achtstellige Zahlencode aller Zeiten? Ja, richtig. 8-mal die Ziffer 0. Und genau das war bis 1977 der Sicherheitscode für den Großteil der amerikanischen Atombomben. Unglaublich. Ja, und wenn du jetzt denkst, ja, der Code, der bringt einem ohne die Atombomben ja nichts. Doch, leider. Weil Atombomben verlieren, das passiert öfter als man denkt. Tatsächlich hatte die US Air Force unter anderem 1966 in Spanien 4 Atombomben verloren. Ja, richtig gehört. Atombomben verloren. Heute geht's nur am Rande um Raketen, aus folgendem Grund. Ich bin auf meiner Reise in Spanien über diese unglaubliche Geschichte aus den 60er Jahren gestolpert. Leider ist das Thema Atomwaffen ja heute wieder so aktuell wie in den 60er Jahren. Ich habe noch überlegt, ob ich das im August entstandene Skript, das im Zusammenhang mit einer Recherche zur Weltraumstrahlung entstanden ist, einfach unveröffentlicht lasse, weil ich keine Absicht habe, aktuelle berechtigte Ängste zu schüren. Andererseits ist es Zeitgeschichte und ziemlich unglaublich. Solche Dinge sollte man wissen. Ich will mit der Episode heute in keinster Weise aktuelle Entwicklungen kommentieren, nur in einem Punkt: Atomwaffen sind immer gefährlich. In dem Video heute klären wir, wie es zu diesem gravierenden Atomwaffenzwischenfall in Südspanien kommen konnte und was das Thema mit Raketen zu tun hat und wie um alles in der Welt jemand den Code 000000000 für die amerikanischen Atomwaffen wählen konnte. Völlig verrückt. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt senkrecht Start abonnieren. Aber zum Thema der heutigen Episode. Ich bin hier in dem kleinen, beschaulichen spanischen Dörfchen Palomares und hier hat sich 1966 eine ziemlich abgefahrene Geschichte abgespielt. Und das klären wir heute. Die spanische Costa del Sol am Mittelmeer. Seit bald 30 Jahren bin ich jedes Jahr wieder mit der Familie hier Gast und habe das Meer, die Landschaft und vor allem das Klima genossen. Auf unzähligen Rennradtouren an der Küste und bis rauf in die Sierra Nevada bin ich oft an dem kleinen Ort Palomares vorbeigefahren. Tja, jahrelang, ohne zu wissen, dass sich hier einer der größten bekannten Verluste von Atomwaffen abgespielt hat. Zu Anfang möchte ich erwähnen, dass es zwei Ereignisse in meinem Leben gibt, ja, die mich sehr geprägt haben. Das waren meine Besuche erstens der Gedenkstätte Auschwitz und zweitens der Gedenkstätte zum Atombombenabwurf in Hiroshima. Auch wenn man aus der räumlichen und zeitlichen Entfernung redlich versucht, diese schrecklichen Fakten zu erfassen, war es für mich etwas komplett anderes, diese beiden Orte selbst zu besuchen, die wie keine anderen Orte dafür stehen, was wir Menschen einander antun können. Die Atombombe, die im August 1945 Hiroshima dem Erdboden gleichmachte, hatte eine Sprengkraft von etwa 13.000 Tonnen TNT. Und damit nur ein Bruchteil des Potenzials aktueller Atomwaffen. Die 4 in Spanien verlorenen Atombomben vom Typ B28FE Mod-2Y1 hatten jeweils eine potenzielle Sprengkraft von 1,1 Millionen Tonnen TNT. Zusammen also mehr als das 300-fache wie die in Hiroshima explodierte Little Boy. Wie kann man denn so etwas verlieren? Naja, zum Beispiel, wenn man die Dinger regelmäßig in der Weltgeschichte herumfliegt. Wir befinden uns in den 60er Jahren und kurz nach der Kuba-Krise, dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und die Militärstrategen der Zeit waren der Meinung, es würde helfen, wenn man den anderen permanent davon überzeugt, dass man ihn jederzeit ausradieren kann. Eines der Werkzeuge dafür war auf US-amerikanischer Seite die Operation Chrome Dome. Hier flog die US-Luftwaffe von 1960 bis 1968 mit thermonuklearen Atomwaffen bewaffnete B-52-Bomber in ständiger Alarmbereitschaft an der Grenze des Warschauer Pakts und der UdSSR entlang. Stationiert waren sie in den USA und so mussten sie regelmäßig in der Luft betankt werden. Für die Südroute über das Mittelmeer zum Balkan erfolgte sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug eine Betankung über Spanien. Am 17. Januar 1966 begann ein B-52G-Bomber auf seinem Rückflug in einer Flughöhe von 9450 Metern eine Luftbetankung mit einem KC-135R-Tankflugzeug. Bei der Annäherung zu schnell kollidierten die beiden Flugzeuge. Die mit maximal knapp 120 Tonnen Treibstoff beladene KC-135 explodierte, was von einem weiteren B-52-Bomber in der Nähe beobachtet wurde. Alle 4 Besatzungsmitglieder des Tankflugzeuges und 3 der 7 Männer des Bombers wurden getötet. Obwohl das kleine, beschauliche Palomares direkt von Trümmerteilen und von 3 der 4 Atombomben getroffen wurde, ja, kam es hier wie durch ein Wunder nicht zu weiteren Toten. Auch nicht, nachdem in 2 der 4 Bomben enthaltener konventioneller Sprengstoff detonierte. Unfassbar, welches Glück im Unglück. Ja, die Transportsicherung der potenziell einsatzbereiten Bomben verhinderte den nuklearen Holocaust.
Auch wenn es sich bei den vier Bomben des Typs B-28FI um Wasserstoffbomben handelte, deren zerstörerische Kraft nicht durch Kernspaltung, sondern durch Kernfusion entfacht wird, haben diese Bomben prinzipbedingt auch immer eine kleine auf Kernspaltung beruhende Atombombe als Zündquelle für die Kernfusion dabei. In dieser Zündquelle und im Brennstoff für die Kernfusion war bei diesem Typ große Mengen Plutonium, die nach der Explosion des konventionellen Sprengsatzes weiträumig über das Dorf und die Tomatenfelder verteilt wurden. Von einer Fläche von 2 bis 3 Quadratkilometern ist die Rede. In einer groß angelegten Dekontaminierungsaktion mit fast 1500 US-amerikanischen Soldaten wurden rund 1750 Tonnen Erde ausgehoben und zur Entsorgung in die Vereinigten Staaten verschifft. Aber wie in den frühen 2000ern entdeckt wurde, sind noch immer beträchtliche Mengen an Erdreich verseucht. Die Obama-Regierung sicherte der spanischen Regierung zu, sich darum zu kümmern. Die Trump-Regierung wiederum fühlte sich an diese Abmachung aber nicht mehr gebunden. Zwar umzäunt, aber ob und wann die Sauerei weggemacht wird, ist, soweit ich weiß, immer noch offen. Wenn du gut aufgepasst hast, es waren aber nur 3 der 4 Bomben. Die 4. Bombe landete im Meer und blieb 80 Tage lang verschwunden. Sie wurde von den Vereinigten Staaten intensiv gesucht, da sie befürchteten, die Sowjets könnten versuchen, sie zu bergen. Trotz intensiver Suche konnte die Navy die 4. Bombe zunächst nicht finden. Die entscheidenden Hinweise kamen durch den Fischer Francisco Simon Orts. Er hatte die Bombe ins Meer stürzen gesehen. Das verschaffte ihm den Spitznamen Paco de la Bomba, zu Deutsch Bomben-Paco. Die Bergung dieser Bombe kommt übrigens kurz in dem Hollywood-Film Man of Honor vor. Denn der erste afroamerikanische Navy-Taucher, Carl Brashear, nahm an der Bergungsaktion teil. Er verlor dort bei einem Unfall einen Teil seines linken Beines, was ihn jedoch nicht daran hinderte, gegen alle Widerstände weiter als Navy-Taucher zu arbeiten. Man of Honor mit Cuba Gooding Jr. und Robert De Niro in den Hauptrollen, richtig cooler Film. Und wenn wir schon bei Hollywood-Filmen sind, gefunden wurde die 4. Bombe von dem Navy-Forschungs-U-Boot Alvin in knapp 800 Metern Tiefe. Alvin, da klingelt es bei mir zumindest direkt, dessen berühmteste Tauchfahrt war nämlich 1986 die erste Tauchfahrt zum Wrack der Titanic. Keine Angst, ich singe jetzt nicht My Heart Will Go On. Forschungs-U-Boot Alvin, ein weiterer Held und Wunschtraum meiner Kindheit. Aber zurück nach Südspanien und unserem beschaulichen Dorf Palomares. Als ob die Geschichte nicht so schon aufregend genug ist, beim ersten Bergungsversuch unter Wasser hat man die Bombe dann erneut verloren. Ganze 2 Wochen dauerte es, bis Alvin die Bombe in nun knapp 900 Metern Tiefe wiederfand. Die ganze Operation war natürlich schwer geheim zu halten und so schlug das Ganze auch große Wellen in der Öffentlichkeit. So verbot die spanische Regierung als Konsequenz daraus US-Flüge mit Atomwaffen über spanischem Territorium. Um die Bevölkerung weiter zu beruhigen und um den von der Franco-Regierung gerade erst entdeckten Tourismus nicht zu gefährden, gingen der Tourismusminister und der amerikanische Botschafter am Strand von Palomares medienwirksam schwimmen. Aber letztlich war die Öffentlichkeit durch den Palomares-Zwischenfall 1966 und 2 Jahre später 1968 durch den Absturz einer weiteren B-52 mit Nuklearwaffen am Luftwaffenstützpunkt Thule auf Grönland höchst sensibilisiert. Auf Grönland konnte der Verbleib eines Teils einer der Bomben nicht aufgeklärt werden. Beide Zwischenfälle führten dann zur Einstellung der Operation Chrome Dome durch die US Air Force. Auf dem Höhepunkt von Operation Chrome Dome waren sage und schreibe täglich bis zu 12 atomar bewaffnete B-52-Bomber unterwegs. Aber was, wirst du dich vielleicht fragen, hat das Ganze jetzt mit Raketen zu tun? Ja, ganz einfach, die US Air Force hatte diese Flüge mit Atombomben nicht allein auf politischen Druck eingestellt. Die Flüge waren auch dank der neuesten Interkontinentalraketen überflüssig geworden. Neben den patrouillierenden Atom-U-Booten mit diesen Raketen, aber auch weiteren strategischen Bombern, die nun nicht permanent bewaffnet in der Luft patrouillieren, verfügt das Strategic Air Command unter anderem über bunkerstationierte Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman. Und das Verlieren von Atombomben ist tatsächlich so häufig, dass es dafür sogar eine eigene Bezeichnung im US-Militär gibt: Broken Arrow. Offiziell hat das US-Verteidigungsministerium 32 solcher Zwischenfälle zugegeben. Nicht alle der verlorenen Bomben konnten gefunden oder geborgen werden. Ganz zu schweigen von anderen Regierungen mit Atomwaffenbesitz, über deren Zwischenfälle wir deutlich weniger wissen. Der clevere Bomben-Paco ist übrigens, nachdem die 4. Bombe gefunden wurde, mit Anwalt in New York aufgelaufen und hat die üblichen 1-2% Bergungsprämie gefordert, die nach Seerecht dem Finder eines Wracks zustehen. Wie viel er tatsächlich bekommen hat, ist nicht bekannt. Der clevere Paco und das US-Militär haben sich außergerichtlich geeinigt.
Das wird die US-Politik nicht wirklich gekratzt haben. Eine verlorene Atombombe verursacht da schon deutlich mehr Bauchschmerzen. Dass sich die US-Politik schon in den 60er Jahren die gleichen Sorgen gemacht hat und eine aufwendige Hardware-Sicherung der Atombomben initiierte, war zwar löblich, am Ende aber doch auf traurig-komische Weise überflüssig. Denn da das US-Militär mehr Angst davor hatte, die Waffen könnten im Zweifelsfall nicht einsatzbereit sein, ja, setzte es die Zugangscodes für die Sprengköpfe deshalb heimlich auf 8-mal die Null fest. Das war dann natürlich richtig sicher. Wie hat mein Informatikprofessor im Studium gesagt, Passwörter sollten sein wie Unterwäsche. Am besten etwas geheimnisvoll, nicht mit anderen teilen und vor allem sollte man sie regelmäßig wechseln. Dem entgegen blieb der Code 8-mal die Null wohl bis 1977 gültig. Ja, schon der Hamburger Helmut Schmidt wusste, die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden. Hoffen wir, dass sich aktuell auf allen Seiten die Vernunft durchsetzen kann. Ich hoffe, mein Ausflug nach Spanien hat dir gefallen und du fandest die Geschichte genauso spannend wie ich, auch wenn sie nur am Rande mit Raketen zu tun hatte. Ich weiß, man bekommt schnell das Gefühl, dass Menschen einfach scheiße sind. Hier auf dem Kanal, da soll es nicht um Waffen gehen, obwohl natürlich gerade Raketen militärisch eine Riesenrolle spielen. Ich hoffe, ich kann mit meinen Videos hier auf dem Kanal die friedliche Nutzung von Raketen bewerben. Dafür, wie man mit raffinierter Technik und Wissenschaft den Horizont der Menschheit erweitern kann. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Menschheit friedlich zu den Sternen aufbrechen, dass wir uns die ganz großen, ganz schweren Probleme vornehmen, die wir nur gemeinsam lösen können. Statt der Frage, wer hat den größten, lieber die größten Fragen. Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Wenn du dir auch wünschst, dass wir friedlich die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.